Hallo, hier bin Oh, ich mal kriegt wieder. Und zwar mit Freischleife. unserem letzten Turnier von der Saison Oh, shit, shit. 2016. Aber jetzt schaut erstmal zu und seid gespannt. Auf dem vierten Platz Ex Equo. Das ist die Programm Nummer 2 ab Bolders mit Susanna Laves im Sattel vom Ponyverein Frankleben. 6,6. Und ebenfalls Elsa, die Programm Nummer 9. Monika Strohbach im Sattel, Reit- und Fahrverein Laucha. Beide 6,6. Auf den sechsten Platz haben wir mit einer 6,5 die 19 Lotte mit Susanna Laves vom Ponyverein Frankleben. Sie hatte 2 Pferde vorgestellt und da ist sie sogar zweimal platziert. Ich habe es echt geschafft, mich mit beiden Pferden in der E-Dressur zu platzieren. Ich war so stolz. Leider hatten wir nicht genügend Leute dabei, dass wir die hätten filmen können. Denn meine Mutter musste ja lesen und Mella musste das andere Pferd festhalten. Aber beide Pferde haben echt ihr Bestes gegeben, obwohl der Boden nicht ideal war, denn es war eine Wiese und es hatte die Tage vorher geregnet. Aber die beiden haben ihr Bestes gegeben, ich habe mein Bestes gegeben und ich war so krass stolz, dass wir das geschafft haben. Das war einfach der perfekte Saisonabschluss in der Dressur. So, jetzt seht ihr Mella auf Gangster. Das war das allererste Mal, dass sie Gangster auf dem Turnier geritten ist. Ich habe ihn auch für sie warm geritten, damit er, wenn er rumspackt, bei mir rumspackt. Er war eigentlich auch ganz entspannt drauf und bin auch mit ihr Parcours und alles abgegangen, dass wir so ein bisschen abgesprochen haben, welche Sprünge vielleicht schwierig werden könnten, worauf sie achten soll. Aber ich finde, sie hat das echt schon richtig super gemeistert. Denn Gangster ist ja auch nicht so einfach zu reiten, aber schaut es euch erstmal an. Ich habe meine vergessen, das ist Sina ihre. Ich dachte, wenn sie deine nicht mit, hast du nicht meine. Ich habe meine mit. So, ihr habt gesehen, Gangster hat seinen großen Trick Mach ihn gebracht, aus dem indem er Trab, einfach über die Männer. Schulter abgehauen ist, weil sie sich zu weit nach vorne gelehnt hat und ihn zu wenig eingerahmt hat. Aber sie ist schön ruhig geblieben und hat, wie ich ihr vorher gesagt habe, einfach zum Trab durchpariert und ist im Trab nochmal zum Sprung hin. Fand ich total gut, dass sie trotz dieser Turniersituation da so ruhig geblieben ist und geguckt hat, dass sie erstmal wieder Kontrolle über das Pferd bekommt und dann wieder dahin bekommt. Unser Ziel für das erste Turnier war nämlich auf jeden Fall erstmal, dass sie überhaupt sich erstmal mit der Situation auseinandersetzt. Guckt, wie reagiert das Pferd auf Turnier, wie komme ich mit meinen Hilfen durch, wie nervös bin ich, wie überträgt sich das aufs Pferd. Und ich finde, das hat sie da schon sehr, sehr gut gemacht. Jetzt ist sie da aus dem Trab nochmal drüber. Und dann ist er auch ganz brav gesprungen, ein bisschen früh halt. Dann ist er im Außengalopp gelandet. Sie hat auch korrekt durchpariert und hat ihn dann wieder angaloppiert. Ich meinte vorher zu ihr, bei dem Sprung, da ging es leicht bergab. Sollte sie vielleicht lieber aus dem Trab probieren, aber schaut einfach hin. Schwupps, da hat er sie kalt erwischt und hat einen Haken nach links geschlagen, sodass sie leider runtergefallen ist. Aber ich war trotzdem mega stolz mit ihrem Ritt. Ich finde, sie hat es sehr gut gemacht und ich bin sehr gespannt, wie es 2017 mit den beiden weitergeht.
So, an sich fand ich, war das eine sehr schöne Runde. Ich war sehr zufrieden mit unserem Grundtempo, da haben wir viel dran gearbeitet. Das war sehr super. Ein paar Mal kamen wir noch sehr dicht zum Sprung, aber da werden wir auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten. Susanna Labes im Sattel vom Qualifying Angeln. Mit Gangster war ich an dem Tag auch richtig zufrieden. Ich habe zwar den Aussprung in der Kombination ein bisschen verkackt, weil das Grundtempo ein bisschen zu niedrig war und wir dann drei machen mussten statt zwei. Ich bin insgesamt sehr langsam geritten, da ich dem Boden und dem Pferd nicht so wirklich getraut habe. Dadurch haben wir uns einen Zeitfehler geleistet, aber ansonsten waren wir fehlerfrei. Das war unsere erste fehlerfreie Runde überhaupt auf dem Turnier ohne Verweigerung. Ich war super zufrieden mit ihm und auch mit einer Grundnote von 7,0 und einer Endnote von 6,0 war ich richtig, richtig zufrieden. Also ich denke, das war ein sehr schöner Abschluss mit beiden Pferden im Springen für 2016. Geht noch einmal an Agnes Borodin mit Quandessa, Pferdesportverein Geißelthal, Altenhund. Das ist die 2 Apoldas, das ist ein Schlemmer. Apoldas mit Susanna Lervis vom Ponyverein 7,4. Ihr habt's gehört, mit meiner 7,4 konnte ich mir mit Poldi wirklich noch den vierten Platz sichern. Ich war einfach so geflasht. Ich meine, wenn ihr euch mal die Entwicklung anguckt, Anfang 2016 die Turniere, dauernd disqualifiziert, dauernd Verweigerung. Ich bin nie selbstbewusst genug geritten, um die Pferde durch den Parcours zu bringen. Und jetzt beim letzten Turnier von der Saison habe ich es einfach wirklich geschafft, von 4 Starts 3 Schleifen zu holen. Und das hat mich einfach so umgehauen. Das war so toll. Und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal allen danken, die es mir überhaupt möglich machen, so viele Turniere zu reiten. Die mich fahren, die mir helfen, meine Pferde fertig zu machen, die meine Pferde warm reiten teilweise. Also einfach vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin total gespannt auf nächste Saison, denn ich glaube, da werden noch ein paar Schleifen kommen. Und jetzt würde ich sagen, tschüss. Ihr seht mich am Dienstag wieder.